herzliches Willkommen. Gute Miene zum bösen Spiel, könnte man fast sagen. Der Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände im Land mit Sitz in Ludwigshafen gab sich alle Mühe, nicht zu pessimistisch zu wirken. Angesichts der Konjunkturdaten der Branche mit fast 70.000 Beschäftigten eine schwere Aufgabe. Die Zahlen 2023 sind einfach deprimierend für die Chemiebetriebe in Rheinland-Pfalz. Wir haben historische Einbrüche bei Produktion und Aufträgen, -30% Aufträge, das ist wirklich ein Wort. Wir haben Anlagen, die stillstehen, weil sie sich nicht rentieren. Wie zum Beispiel eine der großen Ammoniakanlagen bei der BASF in Ludwigshafen. In fast allen Bereichen sieht es düster aus für die Chemieunternehmen. Die Baubranche, ein wichtiger Absatzmarkt, schwächelt. Die Konkurrenz aus China drängt mehr und mehr auf den Weltmarkt. Und nicht zuletzt, die hohen Energiepreise machen den Chemiefirmen bei uns zu schaffen. Stichwort Strompreis. Ja, wenn Sie 16 Cent hier in Deutschland zahlen und 4,4 Cent in USA oder in Frankreich 8 Cent, dann ist das ein Fakt. Da kommen Sie nicht dran vorbei. Dabei wollen die Chemiebetriebe in Rheinland-Pfalz, wie der Verband heute mehrfach betonte, gerne die Transformation, also weg von Gas und Öl als Energieträger, hin zu klimafreundlicher Windkraft und grünem Wasserstoff. Aber das sei für viele Firmen schwierig angesichts der aktuell schlechten wirtschaftlichen Lage. Alarmierend sei auch die Stimmung unter den rund 200 Mitgliedsfirmen, darunter viele mittelständische Unternehmen. Eine Befragung der Chemieverbände ergab, viele Firmen glauben nicht daran, dass die Auftragslage bald besser wird. Vor einigen Monaten hatte man auch Hoffnung, dass die Politik schnell die Rahmenbedingungen verbessert. Konkret passiert sei aber nichts. Die Zeit drängt. Wir haben Stillstände bei einigen Anlagen. Wir haben auch abflachende Beschäftigung. Wir haben auch einzelne Insolvenzen im Mittelstand. Das sind Alarmzeichen. Ohne die Hilfe der Politik geht es nicht, so der Appell der Chemieverbände heute. Strompreis runter und weniger Bürokratie. Sonst werde es schwer für den Chemiestandort Rheinland-Pfalz.